Alex Rudolf ist auch am Start. Wir sind heute wieder, heute ist Freitag. Wir waren vorher schon in der komischen Berufsschule, wie das heißt. Und jetzt gehen wir halt in den Start. Es regnet wieder ein bisschen, aber heute ist wurscht. Gestern hat es so viel geregnet, wir haben wieder nichts filmen können. Aber heute müsste es eigentlich ganz gut passen. Und jetzt nehmen wir euch einfach in die Streets mit. Und es ist so hart erflogen, aber es ist uns so wurscht, weil die Leute kennen uns sowieso nicht. Und darum rennen wir da so mitten durch die Stadt so. Mit so der fetten Flogenkamera und dann wieder was kommt. Weiß, genau, um gar nichts geht. Alles da gar nichts. Ja. Und ja, wir sehen sie dann nachher oder so. Ja, Herr Döwer, ich sehe schon wieder. Hallo! Schaut sie sich eigentlich nicht, dass sie sich rasieren? Weil du die Fressen, schau dir mal an! Das ist das Fanta, wo Spreit umsteht. Die verwenden natürliche Zusatzstoffe. Ja, das sehen wir, trinken sie auch gerne ein Spreit, wo Fanta umsteht. Ja, nein, das steht da nicht um. Am liebsten, na gut. Am liebsten das Gutste. Ja, so, wer hat mich angeschlägt? So, dann musst du so Maschinen. Grüß Gott, die Herren da, was, Entschuldigung, ich kenne sie jetzt nicht. Aber was sagen Sie da zu dem Tapas Gonzalo? Das ist das Stammrestaurant vom Wiesinger Hirs. Da sind wir ca. jeden Tag Besitzer gewesen. Und wie ist das so preis-leistungsmäßig? Oh ja, es ist ca. so billig. Generell Spanien ist so das billige Volk. Kannst du um 3 Euro kaufen für 3 Stunden. Ja, das brauche ich, der Hirs. Stimmt. Ohne Geld kriegt er keine. Hey Hirs, was hast du eigentlich für Schuhe noch? Ja, was die in Neuchen kaufen. Ja, der Krieg fängt da gerade an, der Krieg. Also ich persönlich hab da was hin. Weiß nicht genau, was es ist, aber es hat irgendwas mit einem Stier zu tun. Das ist ein Mini-Hamburger, ist so um 3,50 Euro. Geil. Herr Rudolf, was haben Sie Gutes gekauft? Croquetas de Jamon 82, Backesalat. Ich hab mir da heute dieses geile Schinkenbrot gegönnt. So ist so ein richtig nice Anricht. Der hier kostet 3 Euro. Der hier kannst du leider nichts leisten, weil der kostet alles unter 3 Euro. Oh shit. Nur für alle mal die Speisekarte. Mal stoppen und das mal durchlesen. Wünsche euch einen guten. Ich möchte den ersten Biss vom Sam sehen. Alter, ja. Das auch schmeckt auch gut. Mhm. Wie ist das da innen? Mutzerkäse und Mutzer. Geil. Ja, dann Mutzerburschen. In Wiesinger sind seine Produkte sind da angekommen. Was haben Sie da bestellt, Herr Wiesinger? Carpaccio, ich weiß gar nicht von was. Aber ja, ich koste es einmal, ob das was gleich schmeckt. Ja, warte mal. Super nice. Grüß Gott. Gehen wir noch mal in diesen Gonzalo? Nein, nur ein Sohn. Wieso ist das unfreundlich? Weiß ich nicht. Was haben wir da? Oh fuck. Gehst du gern nur zum Gonzalo? Nein, wenn er so das Geld hier hat, dann interessiert mich jetzt nicht mehr so Arschloch. Jetzt, was hast du da gekauft? Bist du ganz gern beim Gonzalo? Bald soll ich dich verarscht. Bist du gern beim Gonzalo? Freust du schon drauf, wenn du im Vlog bist? Das ist gesund.
Super, oder? Zünden die das, sieht das jetzt da mit Magie an? Schon klar. Alter, Peter. Alter, das war volle Magie. Kleine Kinder, nicht zu viel rauchen. Das ist voll verwagelt. Ich glaube, er hat es nicht genau gecheckt, was ich machen will. Alter, es regnet schon wieder. So, wir waren jetzt in so einem Hans-Nickerstube. Nein, das ist der Hans-Nickerstube. Hier ist was, hast du abgibt. Hier ist der gekauft, aber was. Weil da hast du jetzt viel Geld oder irgendwie. Der hat gekauft immer was. Hier ist jetzt so ein Rucksack gekauft. Und der hat irgendwie neu geholfen und da wollte man schon irgendwann einmal hergehen und es regnet einfach schon wieder. Und ja, was tun wir jetzt eigentlich? Na, ein Schnaps. Okay, wir trinken jetzt einen Schnaps und eigentlich wollte man nur ein Ding kaufen, also einen Serrano oder so. Und ja, aber mal gut. Die gehen da hinten hinzu, wisst ihr. Und das war's zuerst. Also, so, wir sind da jetzt gut im Supermarkt, wir haben da jetzt so gute Quality Gutsche gekauft. Hier ist es einfach da, hier ist was geht. Und unsere Kamera ist komplett im Ring, das Mikrofon müssen wir richten. Und der kleine Dude drüben ist fest. Der kleine Dude drüben hat auch eine mega nice Kamera. Und darum haben wir da jetzt gesagt, wir flogen da jetzt, weil wir eigentlich nur wegen Flex sind. Und der schaut gerade voll warm um. Und ja. Und ja, Alter, es gibt so grausliche Leute. Alter, ja, schau da. Alter, was grausliche Weiber. Da. Fette Weiberbrudern. Fette Weiberbrudern. Wir haben da gerade. Ich hoffe, er redet nicht über die. Ja, das hoffen wir, oder? Gerade besser in der Selbstkasse, aber das ist so selber anzuhoppen. Alter, das ist so gut. Schau, da drüben hat gerade einer geflogen, das müssen wir wegflexen. Bei mir zieht keine fettere Kamera. Ich weiß echt nicht, was wir dann. Ja. Ich wüsste dann einfach, was wir da sind. Oh, Scheiße. Das ist ja dann behindert. Mit Schnaps aufgefahren. Schnaps? Pass auf. Schneller! Schau das an. Jetzt fickt jetzt das Ganze. Das sieht man jetzt immer wieder und immer wieder. Und dann kriegen die Leute alle einen psychischen Zusammenbruch. Geh weg von mir. Kümmern Sie mich nicht. Ich hab da einen fremden Mann in dem Lift gefunden. Der ist nur eingestiegen. Ich wollte eigentlich nicht, dass der mitfährt. Nehmen Sie weg von mir. Ich bin vom OF. Von Universum weg. Hilfe! Wer kommt denn in die Rotz, die Schiche? Universum schaue ich ja immer. Echt? Ich will jetzt wieder hinten rein da. Wer? Jetzt fühle ich die ganzen Leute, also grüß euch. Noch rechts, oder? Das ist jetzt sehr schön all dieser. Wir fahren jetzt nach Madrid. Da habe ich eine Wurstbrote ausgegeben. Dann guten Ananassaft. Das ist der andere. Nein, das ist jetzt was anderes. Das ist da nochmal was anderes gekriegt. Das will ich nicht. Ich will das von gestern behalten. Da sieht man noch einmal den View aus dem Fenster. Müll voll. Das hier ist damit gerade vorbeigefahren. Wirklich? Ja. Und wir gehen da jetzt mit dem ganzen Zeug. Und dann fahren wir nach Madrid und da gibt es dann einen Hahnflug. Ich will nicht immer, Alter. Mach selber, mach du, du grauslicher. Jetzt schmeißt das wieder nur eine, du Zupfig raus. Scheiße, das Ding immer.
Was geht, Alter Raschi? Was geht? Legst du mal dein Fanny Pack? Das war's gerade aus. Wo ist dein Fanny Pack, Alter? Im Rucksack. Alter. Ja. So ein super Sprachmuck. Das ist da hinten. Ja, grauslich. Was ist denn das für eine schöne Jacke? Das ist. LEC. Mandarine, Alter. Mandarine, ja. LEC. Von der Marke Mandarine. LEC. LEC. Grüß euch. Grüß euch. Da habe ich meinen MCM-Koffer. Alter, der MCM-Koffer. Was kostet dir? Was kostet das? Resale. Retail. 36.000 Schilling. Alter, super. 14,50 ja, Euro. Ja, fliegen wir. Der Flieger. Auf geht's. Wolfe. 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 Wolfe, ich habe eine Frage an dich. Wie viel Prozent von dieser Sprachwoche bist du nicht von irgendwelchen Haberern angeworben worden? Hier ist, was? 99,7. Bist du nicht angeworben worden? Ja. Okay, das ist dann ertragbar. Ich finde halt einfach keiner geil. Okay. Aber ich nehme es die Leute nicht besser. Okay. Kann halt nicht jeder gut Geschmack haben. Oh. Da gibt es gerade so einen guten Salat, der hat nur 5 Euro irgendwas gekostet. Der ist circa irgendwas. Dann gibt es ein gutes Wasser, das hat circa, wie viel hat das gekostet? 4 Euro. Super. Flughafen essen, wir müssen circa nur 4 Stunden oder so warten, oder 3 oder. Was ist denn dann? Chillig. Spaß. Wie schmeckt dein Toastbrot um 3 Euro? Macht voll Spaß. Richtig gut. Herr Wiesing, was haben Sie gerade gesagt? Achso, jetzt auf einmal so leise sein, vorher noch so vorlaut. Ja, schauen wir uns das an. Überlegt er, was er sagt. Das ist eine Verteidigung. Laut Absatz 3. Okay. Beistrich 5. Mhm. Genau. Gibt es keine Rechte, mich zu verhören? Alter. Fumarvid. Fumarvid. Vid. Fumarvid. Herr Sammy, was hat es dann gesagt? Erst hat es dann gesagt. Das ist so verbogen, hier ist die Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich auch lachen muss. Was haben Sie sich da gekauft? Wird jetzt der Herr Affenzähler Sachen. Was? Der Lübe ist jetzt ein. Der war ein. Schreibt man nicht mehr zu. Was ist denn das? Getränk. Der Flugzeug. Fitchi, Fitchi. Kannst du das promoten? Nein. Ja, das ist, da werden die ganzen armen Leute werden ausgekommen, die haben dort eigentlich gar nichts zum Trinken. Und das ist eigentlich so auf Deutsch. Die haben dort eh schon nichts und nehmen einen alles weg. Nestle ist ein guter Konzern, bitte. Alle Nestle unterstützen, danke.
wenn man mit seinen Lieblingsfreunden fliegen darf. Wie ist das? Er ist so unentspannt, er ist so eine Ratte. Unentspannt, du tote Rotz. Wo ist mein Rotz? Das ist ein Rangeskampf zwischen Nashörnern. Okay, der Gärtnerwalter hat gewonnen. Hallo. Sind Sie der Gärtner, wollte der Nashorn? Ja. Wie ist das so, wenn man so gute Freunde hat, Nias? Du bist nicht mein Freund. Du bist echt nicht mein Freund. Ich glaube, wir haben uns unbeliebt gemacht. Hey, nein. Du hast dich unbeliebt gemacht. Ja, geht noch. Alter, der Hund hat eine halbe Stunde geschaut, ob es zum Betten aufhängt. Bitte? Der Hund hat eine halbe Stunde geschaut, ob es zum Betten aufhängt. Aber die Geister werden immer mehr. Boah, Überfall. Jetzt hätte ich mich fast geschmissen. Aber Fax wird sich das ausmachen. Im Fax ist das scheißegal, weil wenn der auf der Straße geht, stolpert der auch alle 30 Minuten. Du hast ja nicht, dass die Gegensätze kommen. Trotzdem nicht. Alter, der Hund ist hart. Alter. Alter, die Hunde sind haftig. Aber ich muss aufpassen, dass es mir nicht von der Rolltreppe haut. Mir hat es gerade auf die Fessen gehabt. Dann war ich circa tot. Göringer Betty, wie geht's dir? Sonnenbrand, aber sonst. Fax, das ist das beste Vlogmaterial, was du seit Jahren hast, weil mich hat es gerade mal auf die Fressen gehabt mit deiner Kamera. Halt die Fresse! So, magst du übernehmen? Ja. Sam, super. Ja, danke. Schönen Dank. Schönen Dank. Ja, kein Problem. Ja, eingeblendet, Kamerakind Sammy, wird man? Ich will da einfach so ein fettes Wort geben, Marco. Warum geht das so viel schneller? Ich weiß nicht, ich bin nicht so. Ich hab meinen Kopf. Ich bin fast, ich glaube. So, muss ich mal.